Ja, jetzt bin ich im Bereich des Fußballs und der Leistungsdiagnostik im Amateur- und Jugendfußball. Tja, wie bin ich dahin gekommen? Mein Fußballprojekt, welches ich hier oben im Landkreis Stade in einem kleinen Dorf bei einem sehr netten Verein umsetzen durfte, das Fußballförderprojekt, ja, das führte dann irgendwann dazu, dass ich, wie gesagt, mit einem Freund zusammen ein richtiges Programm aufstellte über Leistungsdiagnostik, das heißt also Ist-Werte-Erfassung von Spielern und Mannschaften, damit man anhand dieser Werte die Spieler durch entsprechende Trainingseinheiten optimieren kann. Das war sehr erfolgreich. 2500 Spieler wurden getestet und erfasst und über 11 große Vereine bis hin zu einem Bundesliga-Leistungsnachwuchszentrum wurden getestet und erfasst und die Ergebnisse dann halt eben entsprechend in meinem Buch, was ich da habe, Leistungsdiagnostik im Amateur- und Jugendfußball, das FFP-Potenzialanalyseverfahren veröffentlicht. Da ist das schön beschrieben. Es gibt also da wirklich Daten, Zahlen, Fakten drüber. Die sind also ganz, ganz toll. Daraus entstand natürlich dann auch mein Buch, die FFP-Challenge. Das ist eine kleine Erfassung. Die soll halt eben Vereinen, die jetzt nicht willens sind oder nicht in der Lage sind, große Dinge umzusetzen, also Zahlen und Daten zu erfassen, die können daraus ein kleines Event machen, ja, mit 5, 6 Erfassungen. Das kann man mit einer Stoppuhr machen, das kann man einfach mit Zählen machen und dann hat man Ergebnisse und daraus kann man halt eben eine tolle Challenge machen für Spieler und sich so im Verein halt eben ein bisschen zusätzlich Geld verdienen. Ja, was dann noch entstand, das war das Buch Erfolgreich trainieren und zwar Grundsätzliches für Papa-Trainer. Das heißt, das sind die Trainer, die im Prinzip eigentlich ja, ins kalte Wasser geworfen werden, so nach dem Motto, Mensch, wir haben keinen Trainer, du hast doch deinen Sohn, willst nicht mal Trainer machen, mach mal. Und dann wirklich allein gelassen werden. Und da habe ich eine ganz tolle Anleitung und da komme ich auch noch dazu, was da drin steht. Und das ja, ist auch wirklich sehr, sehr gefragt. Ja, und aus der ganzen Geschichte heraus entstand ein Buch, da musste ich schmunzeln, dann habe ich meine Erfahrungen, die Erfahrungen in verschiedenen Mannschaften, in Vereinen von früher mit Freunden zusammen aufgelistet und habe daraus das Buch gemacht, Tradition verpflichtet. Und da geht es halt eben hauptsächlich um das Thema Alkohol, 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 Feiern, Feste, der Verein geht nach oben, hat Erfolg und dann kippt er nach unten, weil halt eben wirklich das Thema Alkohol, Feste und Feiern im Vordergrund steht. Ja, so viel zur Leistungsdiagnostik. Natürlich halte ich auch darüber Vorträge und natürlich kannst du auch diese Bilder, diese Bücher im Live-Online-Shop jederzeit kaufen. Okay? Tja, und dann gibt es noch ein Buch, das heißt das FFP-Konzept. Dieses Buch ist eigentlich neben der FFP-Potenzialanalyse der Renner schlechthin. Warum? Das FFP-Konzept ist entstanden in einer Zeit, als die Corona-Krise gerade begann. Und das heißt, der Hauptsatz heißt, nutze die Zeit des Corona-Stillstands, um dich neu aufzustellen, damit du aus der Krise gestärkt hervorgehst und zwar mit riesigem Vorsprung vor allen anderen Vereinen, die weiter rumdümpeln, die nichts machen. Business as usual. So weiter wie bisher und alles wird gut. Dann wird es nicht gut. Weil es ist so, nach der Krise werden viele merken, Spieler bleiben weg. Warum? Weil sie in der Zeit des Corona-Stillstands andere Dinge kennengelernt haben, bequem geworden sind, fertig. Trainer werden keinen Bock mehr haben. Alles wird sich drehen und ändern. Und wenn ich da nicht als Verein
mich wirklich neu aufstelle, hinsetze, eine sogenannte Ist-Werte-Erfassung, was ist in meinem Verein bis dato geschehen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wie kann es weitergehen, was habe ich noch an Potenzial, was wird mir wegbrechen. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich keine Chance. Dann werde ich vor vollendete Tatsachen gestellt, mit denen ich dann arbeiten muss. Und dann kann ich die Hälfte der Mannschaften zusammenstreichen, weil ich keine Spieler mehr habe, weil ich keine Trainer, keine Betreuer mehr habe. All diese Dinge werden eintreffen. Wenn ich aber hingehe und sage, ich stelle mich neu auf, ich überlege die Konzepte, die Veranstaltungen, die Rituale innerhalb des Vereins, was brauchen wir nicht mehr, was muss einfach als Ballast weggeworfen werden, was können wir aber Neues heranholen, wie können wir die Masse begeistern, wie kann unser Verein das Zentrum im Dorf, in der Region sein. Nicht nur sportlich, sondern halt eben gesellschaftlich. Es gab Zeiten, da kann ich mich daran erinnern, da spielten wir als Thekenmannschaft, so nannte sich das. Da war ein Event, da wurde gegrillt am Platz, da waren Veranstaltungen, da spielten irgendwelche Leute auf Gitarren etc. Da waren Hunderte, es ist keine Übertreibung, Hunderte von Leuten. Familie, Kinder, es war einfach was los. Man hat ein Familienfest gemacht und zwar nicht nur zum Spielen, sondern das ging quasi so ähnlich wie Turniercharakter über einen halben Tag. Selbst in manchen Vereinen, die, ich sage jetzt mal einfach normale Liga spielten, bei denen, die gesagt haben, wir machen das ein bisschen im anderen Sinne, hat es funktioniert. So kamen kleine Spieler, die konnten während der Vorbereitung, während des Trainings auf dem Platz mit rumtoben. Das war ein Anreiz. Ist aber bei vielen halt eben darin geendet, dass es nachher nur noch um Gepimp, Trinken etc. ging. Ich will damit nur sagen, wenn man hingeht und neue Wege anpackt, umsetzt, sich Gedanken macht, neu aufstellt, kann man diese Zeit des Stillstands wunderbar für die Vorbereitung nutzen, um dann am Tag X das umzusetzen. Dann ist der Vorsprung gegenüber anderen da. Und denkt mal daran, liebe Vereinsvorsitzende, Vereinsbetreuer etc., in welchen Positionen und Funktionen ihr auch immer seid, wenn ihr Erfolg haben wollt und euren Verein zu einem kleinen Leistungszentrum macht. Das heißt, gezielt ausbildet, über Stufen ausbildet. Dann werdet ihr ganz schnell in der Region, im Ort, in der Stadt euch einen Namen schaffen, so nach dem Motto, wenn du dahin gehst, da bist du in guten Händen. Und eins will ich auch mal sagen. Verlasst euch nicht nur auf den DFB und seine Vorgaben. Die sind wunderbar, das ist alles klasse. Aber da ist kein Konzept in den unteren Bereichen. Das ist alles stereotyp aufgebaut. Und wenn man sich da konkret dran hält, dann schwimmt man mit, aber man hebt sich nicht ab. Deswegen denkt nochmal drüber nach. Findet ihr alles in meinem Buch, das FFP-Fußballkonzept. Okay, schaut rein oder meldet euch bei mir.